Ich zeige euch heute eine ganz besondere Baustelle, nämlich meine erste Stehfelsdachbaustelle. Und ich freue mich echt wahnsinnig drüber. Ist kein ganz gewöhnliches, einfach nur viereckiges Dach. Und es wird mit Prefa P10 in Nussbraun. Also kein normales Braun, sondern Nussbraun. So ein bisschen dunkler wird es eingedeckt. Und ich freue mich echt extrem, euch das zu zeigen. Und nehme euch hier jeden Tag mit auf meine Baustelle. Vielleicht habt ihr es teilweise auch schon so ein bisschen auf Instagram in den Stories gesehen, weil ich das versucht habe, so ein bisschen Vlog-mäßig jeden Tag zu zeigen. Und wenn nicht, dann schaut euch das Video hier an. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Ich freue mich ganz besonders, euch dieses Projekt von uns zu zeigen, weil das meine erste eigene Stehfelsdachbaustelle ist, wo ich einfach mich um das ganze Dach kümmern kann und hier der Vorarbeiter sein darf. Und freue mich da wirklich wahnsinnig drüber, fühle mich ganz geehrt, dass mir das Dach anvertraut worden ist, weil es auch keine ganz so einfache Fläche ist, also kein Unding, aber wenn ihr das hier sehen könnt, es ist nicht mal ein Trapez, es ist ein Trapez mit Ecke. Und die Bahnen, die laufen nachher dann praktisch alle so leicht schräg über das Dach. Ich kann es euch nachher unten, da liegt ein Bild, wie das später fertig aussehen soll. Das kann ich euch gleich noch filmen, dann habt ihr vielleicht ein bisschen eher eine Vorstellung. Ansonsten müsst ihr euch einfach unser Video anschauen und dann wisst ihr auch, wie es wird. Genau, ansonsten. Es ist eine schöne, ruhige Baustelle, wie ihr seht. Hier schafft kein Schwein. Kann ich alles stehen lassen und alles schön ordentlich. Also auch cool. Ich habe die Rinnen montiert. Hier unten haben wir Blenden montiert. Die sieht man eigentlich kaum noch. Moment, hier. Ja, sieht man echt nicht viel davon. Die kamen zuerst dran, da war mein Vater dann noch bei mir auf der Baustelle, weil das alleine ein bisschen unpraktisch war. Dann hatten wir hier die Schwierigkeit, dass die Rinnenträger, die Abstände zu groß waren, da waren wir fast bei 90, weil die Sparren schräg laufen. Und dann hatten die halt parallel zueinander den richtigen Abstand. Aber eben nicht bei uns unten an der Traufe dann, wo wir die Träger montieren wollten. Deswegen haben wir hier überall, wir haben praktisch das Brett, das wir verkleidet haben, hier an der Traufe, haben wir nochmal weggemacht und da dann überall nochmal Hölzer reingeschoben. Haben wir jetzt leider nicht mitgefilmt. Die sind dann so sandwichartig zwischen diesem Brett da unten und der Schalung oben stecken die jetzt drin und wir haben die dann von oben mit den Rinnenträgern zusammen festgeschraubt und von hier unten auch nochmal dran geschraubt. Haben das so mit dem Bauherr abgesprochen, weil das eigentlich die einzige naheliegende Lösung war. Man kann ja jetzt nichts mehr an den Sparren ändern oder so. Und so schaut's aus bis jetzt. Was hast du gesagt? Können wir noch eine Weile sitzen. Guter Plan, ja. Gell? Eigentlich regnet's gar nicht. Das sieht man nicht. Also, wir haben gerade schon festgestellt, eigentlich regnet es gar nicht, sagt die Wetter-App. Das Wetter hier weiß das noch nicht. So, jetzt sind wir auf dem Dach oben. Werkzeugraum oder ja, unsere Werkzeugkiste unten ist eingerichtet. Im Hintergrund wird schon fleißig geschafft, wie ihr seht. Jetzt pisst es leider ein bisschen, deswegen weiß ich nicht, ob ihr uns auf der Kamera noch so gut sehen könnt oder ob das dann irgendwann verschwimmt. Wir fangen jetzt einfach mal an zu schaffen. Oh, 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 oh
Und ihr könnt mir einfach dabei zuschauen und ich denke mal, wir werden das wahrscheinlich nachvertonen und dann sage ich noch ein paar Worte dazu, weil ich mache das jetzt auch zum ersten Mal bei so einer 12 Meter langen Bahn und ja, bin jetzt gerade auch etwas angespannt. Also dürft einfach zugucken. Gestern war es ja ein bisschen zäh, der erste Tag, weil es geregnet hat und dann waren die Lüfte hier mit drin. Also den zweiten haben wir erst heute Morgen gemacht oder kurz vor Mittagessen. Aber ja, genau, also hier ist der erste. Das ist die fünfte Bahn gewesen, also gestern kam man echt nicht so weit. Dann ist da oben, seht ihr im Hintergrund, die zweiten. das war die achte Bahn oder sowas. Ich weiß nicht, wie das bei euch so war, aber wenn man jemanden dabei hat, der mehr Erfahrung hat wie man selbst, dann ist es richtig schwierig, dann selbst so sozusagen, okay, das ist jetzt meine Baustelle und ich ziehe das hier durch und so. Das habe ich jetzt auch gemerkt. So, wenn du einen Azubi dabei hast, dann erklärst du ihm halt alles schön und der hört dir zu und alles easy. Und hier, ja, haben wir jetzt ein zweites Dach eingedeckt und klar, hat super funktioniert. ja, aber wenn der Meister dabei ist, kann ja auch relativ wenig schief gehen eigentlich. Ja, bin trotzdem echt glücklich, wie es bis jetzt läuft. Jetzt ist glaube ich so 14 Uhr rum oder sowas, keine Ahnung. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie weit wir noch kommen. Also klar, fertig werden wir heute nicht, aber ja, also zwei Drittel haben wir wahrscheinlich schon knapp und sieht ganz gut aus bis jetzt. So, wir haben hier Langschiebehaften verwendet und zeigen euch jetzt noch kurz, ja, wie genau die funktionieren. Ja, wir haben hier die normale Schiebehaften. Das sind die mit dem kleinen Gleitbereich. Und dann haben wir solche Langschiebehaften für extra lange Bleche, die wir hier noch mitverwenden, weil wir ja Bleche haben, die 12 Meter lang sind oder über 12 Meter lang sind. Und da mussten wir uns was einfallen lassen. Wir haben hier im unteren Bereich die ersten 2 Meter diese extrem lang XXL-Schiebehaften verwendet. Und unseren Fixpunkt von oben vom Fürsten klein wenig runtergezogen, damit man einfach die Längenausdehnung ein bisschen verteilen auf dem Metalldach und nicht alles unten in die Traufe reinschiebt mit zu kleinem Gleitbereich. Ja, ist eigentlich alles. Solche Dinge muss man halt auch berücksichtigen, auch die Temperaturen natürlich, wenn man montiert. Wir haben jetzt hier eher winterliche Temperaturen, also das heißt, man kann ruhig etwas enger an die Traufe ranfahren, weil wir einfach im Sommer die Längenausdehnung aus der Traufe nach unten Richtung Dach hin haben. So ein paar Dinge muss man natürlich schon berücksichtigen.
Heute ist Dienstag. Gestern hat es geregnet, sonst wären wir gestern schon hier gewesen. Wir machen heute noch die Anschlüsse, also praktisch Fürst- und Ortgänge. Und ja, genau. Traufe haben wir letztes Mal schon eingebunden gehabt. Also eigentlich sind es jetzt echt nur noch Kleinigkeiten. Ansonsten kommt nicht mehr arg viel Blech ums Haus rum. Wir haben später noch die Fallrohre. Aber ich nehme mal an, dass jetzt so kurz vor Weihnachten der Gipser da nichts mehr machen wird. Und dann werden wir nächstes Jahr irgendwann kommen. Dann nehme ich euch dann auch noch mal mit. Und ja, jetzt dürft ihr uns einfach noch ein bisschen beim Montieren zuschauen.